Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen Manni Beugmann und Frank Buschmann. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Christoph Kramer. Boateng. Jetzt ins Tor. Mario Götze. Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Manni, denn an den kann er nicht rankommen. Da muss er 40 Zentimeter größer sein. Hönisch. Christoph Kramer. Ja, da muss er gleich durchgreifen. Das gibt Freistoß. So, jetzt können wir uns diese klasse Möglichkeit von eben noch mal genauer anschauen, Buschi. Toni Kroos. Götze. Müller. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart.
Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Müller. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Millimeter am Tor vorbei. Mesut Özil jetzt. Die rechte Seite ist wunderbar bespielbar. Groß. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. Christoph Kramer. Ja, das könnte was werden. Klasse. Wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Oh! Der Linie hat er ohnehin sein. Mario Götze! Konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Mario Götze. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Lewandowski. Eine Rangelei um den Ball. Lewandowski. Toni Kroos. Christoph Kramer. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Piszczek. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen, es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Das kannst du dir auf diesem Niveau einfach nicht erlauben, so wenig aus deinen Möglichkeiten zu machen. Aber Manni, ganz ehrlich, kurioserweise, es kommt immer wieder vor. So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Lewandowski. Mesut Özil jetzt.
Götze. Schürrle. Erik Durm. Toni Kroos. Götze. Mesut Özil jetzt. Sofort abgezogen. Und sie machen Druck. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Da fällt er, der Führungstreffer. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Hönisch. Es muss Einwurf geben. Ball im Seitenaus, Einwurf. Rudi. Schürrle. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Gibt Einwurf. Jetzt wechselt der Trainer hinaus und das hat sich ja angebahnt. Denn heute konnte er nicht wirklich überzeugen, oder? Nee, das war heute nicht sein Tag. Aber das musst du als Profi wegstecken, das musst du abhaken und im nächsten Spiel, wie sagt man immer so schön, munter putzen und weiter. Müller. Rudi. Hönisch. Einwurf. Lewandowski. Liegt was in der Luft, ich sag's Ihnen, es ist der Führungstreffer. Besser kann er es nicht machen, aber nur bis zum Abschluss. Der geht sehr wohl besser. Toni Kroos. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Julian Draxler. Es muss Einwurf geben. Alles oder nichts. Ein neuer Stürmer kommt auf den Platz. Ja, und das zeigt ganz deutlich, also der Dreier soll her. Absolut offensive Ausrichtung jetzt. Und völlig wurscht, ob man sich da noch einen Konter fangen kann. Julian Draxler. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Die Abwehr ist ganz konzentriert. Keine Gefahr. Bange Blicke auf die Uhr. Aber es gibt noch mal Freistoß. Oh, jetzt muss er verdammt aufpassen. Jetzt hat er die gelbe Karte gesehen. Hoppla, jetzt darf er sich definitiv nichts mehr erlauben. Und er ist so wichtig für diese Mannschaft. Oh, da sieht man erst richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. So ist es richtig. Alle mal nach vorn und neuer Stürmer. Ja, also daran erkennt man übrigens deutlich, die spielen hier nicht auf Punktgewinn, sondern es soll der Dreier her. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen.
Piszczek. Die verstehen sich blendend. Lewandowski. Milik. Lewandowski. Lewandowski. Und mit dem Eckball gibt es die Chance hier doch noch mal die Führung zu schaffen. Jetzt hat es jeder gesehen, diese Tätigkeit musste einfach mit Gelb geahndet werden. Und das hat der Referee vollkommen richtig entschieden, sehr gut gesehen, Hut ab. So, nach 90 Minuten, liebe Zuschauer, steht es unentschieden.